Ui. Ha! War ja klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii. Und ja, Kirby scheint versteinert worden zu sein. Oh nein, können wir gar nicht weiterspielen. Ach, da bist du ja wieder. Ja, im letzten Part konnten wir ja noch den dritten Boss besiegen, was schon eine bisschen größere Herausforderung war als der Djinn. Und ja, damit haben wir jetzt die vierte Welt freigeschaltet und gucken wir mal, was das jetzt ist. Eine Eiswelt oder was? Endlose Eiswaffeln. Oh. Waffeln. Nee. Dieses Yay ist immer ansteckend von Kirby. Och, ich bin sogar höher als dieser Stern. Oh. Ich hätte gedacht, man fällt durch. Ich wollte es einfach mal testen. So. Und kicken wir mal. Was uns in Stage 1 der Eiswelt hier erwartet. In den endlosen Eiswaffeln. Die Welttitel sind ja auch sehr hübsch. Oh, Vulkane, die ausbrechen, allerdings sind sie eingefroren. Wow. Aha. Oh, Knuckle Joe. Ach schade, hätte ich jetzt gerne mal eingesaugt. Das ist ja dann eine neue Fähigkeit. Wow, ich sehe doppelt. Das wäre ja dann eine neue Fähigkeit und die hatten wir ja noch gar nicht. Ich schnappe mir mal lieber die Eisfähigkeit. Ja, Kämpferfähigkeit ist glaube ich hier doch angebrachter. Ja. Hätte man auch da drauf gehen können? Ja, hätte man. Naja, egal, müssen wir ja nicht immer töten. Aha. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier kompensieren soll. Einen Moment kurz, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, da bin ich wieder. Können wir gleich weitermachen. Immer diese Fledermäuse. Und wenn man sie einsaugt, bringt es nichts, obwohl die ganz schön overpowered sind. Aber hier wieder Schaukelwaddeli. Das ist eigentlich eine sehr gute Fähigkeit. Die sollte ich mal im nächsten Kampf einsetzen. Hoffentlich schalten wir die dann mal in einem Testraum. Oh, Feuerfähigkeit mal anders. Mann. Oh, wie ich hier einfach mal sterbe. Wegen nichts. Hallo. Kirby, angreifen. Ach, hierzu hätte ich sie brauchen können. Super. Oder kann ich mich vielleicht auch so... Nee, bringt nichts. Hier mal gucken. Hier ist die Chance eigentlich sehr groß, dass da in dem Eis dann ein Zahnrad ist. Also können wir mal den Gegner einsaugen. So. Aha, hier geht's sogar nach unten. Aha, aha. Das erste. So habe ich mir das vorgestellt. So, gucken wir einfach mal weiter jetzt. Komm mal wieder die Kämpferfähigkeit. Mit der kloppen wir hier doch wesentlich besser rein. Und wir haben schon mal wieder einen Checkpoint erreicht. Oh, die Schweine. Ja, weil die, du darfst mal ausnahmsweise leben. Oh, gleich beide.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Das macht auch Spaß. Und man erwischt gleich alle, das ist auch was. Okay, Bombentypi. Brauchen wir nicht. Und den hat es einfach nur nach hinten verschlagen. Oh, noch mehr. Ach, ein Waddle-Dee hat überlebt. Wow. Ah, hier, das ist ja auch das Äußerste. Also so kaputt. Nehmen wir die jetzt weiter mit? Jetzt ist er automatisch weg. Wir gehen einfach mal in alle Richtungen einmal. Einfach nur so, weil es Spaß macht. Okay. Okay. Ui. Ha! War ja klar. Ah, ich würde es auch gerne mal nach oben ausprobieren. Ich glaube, da gibt's was. Ja, stimmt, hier braucht ich ja gar nicht. Du willst, dann gehen wir gleich mal in die richtige Richtung. Um ein kleines bisschen Zeit zu sparen, da wir ja schon rausgefunden haben, was bei den anderen passiert. Ach, aber hier waren wir noch gar nicht oben. Wow, wie spannend. Oh. Oh. Oh Mann, wie lange soll ich noch warten? Ha, ich wusste es. Oh. Oh. Yay. Ja, das war aber nicht so gut versteckt. Ey! Wie lange soll ich denn noch warten? Ach nee, was heißt, wie lange soll ich noch warten? Ey! Der war doch noch nicht mal an der Seite. Und dann soll er schon nach unten schießen, genau. Das ist richtig Spiel. Ja. Hey! Naja, kriegen wir ein paar Sternteile. Hallo! Ja, jetzt fahren wir mal wieder in jeder Richtung. Wey. Na endlich. Oh, und die andere Richtung ist ja ganz verwirrend. Okay. Okay. Wow. Okay. Mann, hier muss ich mich ja schon manchmal konzentrieren. Yay, es war das Richtige. Eben konnte man ja nicht euch genau erkennen, wo man hin muss. Ah, okay, kommen wir unten wohl wieder raus. Ach so, wow. Was war das denn? Hätte man hier Schneefähigkeit kriegen können? Hallo. Ach, Mann, ich wollte die Pflanze mal einsaugen. Oh, essen. Komisch, wieso kann ich den Schnee da nicht einsaugen? Oh, bringt nichts, okay. Naja. Hätte ich irgendwie unten lang gehen sollen oder was? Ah ja, ich hätte irgendwie unten lang gehen sollen. Fragt mich aber nicht wie. Hm. Jetzt saugen wir fast alles ein. Wow, das hat es jetzt ja gebracht. Wow, schon wieder ein Bosskampf. Und das diesmal ohne Fähigkeit. Na super. Schwertkoloss. Ey, die Hälfte kriegen wir abgezogen, nur weil er uns mal, weil wir gegen ihn gekommen sind. Okay, wir müssen ja auch nicht viel öfter. Ey, ja, genau. Genau. Man macht gar nichts. Er macht eigentlich gar nichts. Aber trotzdem kriegen wir einen Haufen Schaden. Zum Glück brauchen wir ihn noch viermal treffen. Und so, jetzt sind wir wieder Schwert-Kirby.
Mal gucken, ob wir damit was ausrichten können. Ja, wir können die Peitschenfähigkeit kriegen. Wow. Und uns dann ein extra Leben holen. Wow. Und wenn es einem an einer Sache nicht mangelt, dann ein extra Leben. Moment mal, kann man hier oben lang? Na toll. Ach, das war jetzt aber nicht so gut. Und wirklich noch zwei. So, ich würde auch mal sagen, ich gucke mal, dass ich noch den zweiten Gang finde und wir sehen uns dann nochmal den anderen Gang an, wo das letzte Zahnrad war. Also das lasse ich mir ja nicht nehmen. Also würde ich mal sagen, bis gleich. So, ich bin schon mal bis hier hingegangen und ich würde mal sagen, unser Primärziel wird es sein, da unten die Kanone zu treffen. Man sieht sie kaum. Sie versteckt sich hinter der Lebensanzeige. Ja. Ja. So gefällt mir das. Das ist aber eigentlich ein schönes Secret, muss ich sagen. Da kommt man nicht sofort drauf, aber man denkt es sich, wenn man das hier sieht. Wow. Dann denkt man sich halt, bei den Kanonenrätsel gerade muss man doch noch einen zweiten Durchgang nach unten finden. Und dieses U-Boot kann ich auch einsaugen. Weil die U-Boot. Ja, und jetzt ist eigentlich keine große Schwierigkeit mehr. Oh, gibt's was, wenn ich den einsauge? Ah, Wasser. Die kann ich jetzt hier gut gebrauchen. Und jetzt ist eigentlich keine Schwierigkeit mehr so wirklich. Ja, genau. Oh, es ist keine Schwierigkeit mehr, habe ich gesagt. Das noch einzusammeln. So, dann würde ich sagen, beenden wir nochmal das Level und machen halt nochmal den Bonussprung. Oh, Walkie. Popstar Kirby, diese Fähigkeiten war auch noch nicht. Die Fähigkeit ist cool. So, dann sollten wir ja gleich beim Ausgang sein. Hier gehen wir jetzt raus. Ja, deswegen waren die so angeordnet, okay. Ach Mist, jetzt kommt noch dieser Boss. Mist, ich hab mich ja auch mal zu hindrehen müssen. Hä, wieso ist die Fähigkeit jetzt weg? Wow. Wow. Okay, noch zweimal. Okay. Ha. Jetzt nehmen wir mal wieder The Legend of Kirby. Delete. Nein, Peitschen-Kirby brauchen wir nicht. Aber das Essen ist ganz hilfreich. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt auch wieder zum Bonussprung. Aber der Part ist immer noch ganz kurz. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt die Animation mit dem Schnee. Was? Ich hab doch viel später. Ah, jetzt sehen wir mal diesen schönen Stern da. Sieht aus wie der heilige Jesusstern. Auch ein schöner Titel. Der heilige Jesusstern. Ah, hier ist wieder die Krone. Also dieses Spiel auf 100% zu machen ist eigentlich gar nicht mal so furchtbar schwer, aber ich würde mal sagen... Ja, naja... Das mit den 100%, das kann variieren. Entweder ich mach's oder nicht. Sieht man dann ja. Schneemann erinnert mich leicht an Mario, will ich nochmal anfügen. Mit der Knubbelnase. Ist aber witzig, kriegen wir bestimmt einen Schneemann als Boss hier in dieser Welt. Oh, das hier wird wohl ein Eispalast sein. So, aber all das und viel mehr, würde ich sagen, erfahren wir in den nächsten 3-4 Parts. Also hoffentlich bis dann. Gebt einen Daumen hoch, natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Ach man, ich sollte das aufhören, das gehört sich nicht. Ja, also hoffe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.